Der Ball ist rund, ein Spiel dauert 90 Minuten und Reifen sind schwarze, runde Kautschukteile. Ja, so einfach kann man weder Fußball noch Reifen zusammenfassen. Was man aber sehr einfach und gut zusammenfassen kann, das ist Innovation, Fußball und der Reifenhersteller Hankook. Denn der hat hier zu The Tire Cologne einige Produktneuheiten mitgebracht und auch Neuigkeiten zum Thema Fußball. Und ich freue mich sehr, dass wir wie bei so einer Art Spielanalyse hier jetzt jemanden haben, der mit uns mal auf das Thema Hankook Fußball und Innovation schaut, nämlich Dietmar Olbrich, Vice President Sales and Marketing der Region Dach bei Hankook Reifen Deutschland. Herzlich willkommen, Herr Olbrich, bei uns im Live-Studio. Man macht das ja immer so in einer Fußballanalyse, man schaut sich so die aktuelle Saison an. Das machen wir jetzt mal in der Automotive-Branche, denn da ist ein Thema ganz besonders wichtig, nämlich das Thema Elektromobilität. Wenn man mal in der Fußballsprache bleiben möchte, der Diesel hat eine rote Karte bekommen, in manchen Städten gibt es Fahrverbot. Hat das denn schon Auswirkungen auf den Reifenmarkt in der Dachregion? Aktuell hat das keine Auswirkungen auf unsere Verkäufe in unseren Märkten. Aber natürlich als innovativer Hersteller beschäftigen wir eine Vielzahl an Ingenieuren, die sich mit der Zukunft des Reifens beschäftigen. Und da spielt die Elektromobilität sehr wohl eine Rolle. Was für Themen spielen denn noch eine Rolle für die Reifenentwicklung? Die Reifenentwicklung ist sehr kompliziert. Also ein großer Teil sind die Entwicklungen in den Rohstoffen, welche Bestandteile in Zukunft in einem Reifen stehen. Wir entwickeln Reifen mit minimierten Rollwiderständen, die im Zuge der Spritersparnis sehr wichtig sind. Wir entwickeln auch Reifen, die leise sind. Das wird in der Elektromobilität eine große Rolle spielen. Die sogenannten Sound-Absorber-Reifen, die einen schaumstoffähnlichen Ring im Reifen haben und damit die Geräuschentwicklung minimieren. Und so findet Hankook immer wieder neue Felder, um ihre Produkte zu verbessern, um unseren Premium-Anspruch auch zu unterstreichen. Man merkt ja, wenn man so den Markt anschaut, es hat auch viel mit gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen zu tun. Und eine gesellschaftliche Entwicklung ist ja auch, wenn man mal ganz kurz, ganz klischeehaft sagen würde, Fußball, ne, für die Männer, wir Frauen bestellen ganz gerne. Logistik ist da ein Riesenthema, aber natürlich nicht nur für unsere kleinen Klamottenbestellungen, sondern auch ganz, ganz groß ausgelegt, Logistik ein Riesenthema. Wie ist das denn mit dem LKW-Reifen? Dann ist dieser Markt für Sie besonders spannend, weil diese Entwicklung da ist? Ich muss Sie korrigieren. Fußball ist nicht nur eine Männerdomäne, sondern wir sehen in unserem Sponsorship, wir sind im Stadion von Borussia Dortmund, viele, viele Frauen, die mittlerweile die Fußballspiele besuchen. Aber zu der Frage, die... Ich sehe auch heimlich Leute bestellen. Sie bestellen doch bestimmt auch im Internet, Herr Olbrich, oder? Absolut. So, ja, ich bin ein Internet-Fan, bestelle sehen viel. Sehen Sie, ich wollte nur ein bisschen Klischee reinbringen. Ja. Nein, es ist so, um die Frage nach der Logistik. Ja, das Internet treibt natürlich immer mehr Verkehre auf die Straße. Auch da wollen Produkte entwickelt werden. Das Thema LKW-Reifen ist für uns ein ganz großes Thema. Wir haben mittlerweile eine große Produktrange, sind als Erstausrüster bei Mercedes vertreten, bei MAN vertreten und Scania vertreten. Auch die großen Trailerbauer wie zum Beispiel Schmitz Cargo Bull nutzen unsere Reifen. Wir sind in vielen, vielen Flotten heute, so dass wir sagen können, wir sind einer der großen Player in den europäischen Märkten. Sie sind sozusagen an der Tabellenspitze, was als Erstausrüster bei deutschen Premium-Marken, das kann man so zumindest sagen. Sind die denn auch wichtig? Sie haben es gerade selber angesprochen, wo Sie überall vertreten sind. Sind die auch wichtig für Ihr Ersatzgeschäft? Natürlich ist es so, wenn wir Produkte montieren in der Erstausrüstung, im Pkw-Bereich, im Konsumerreifenbereich, sowie auch im Lkw-Bereich, dass diese Produkte im Ersatzgeschäft dann auch nachgefragt werden. Die Investition, gemeinsam mit Automobilherstellern Produkte zu entwickeln, führt natürlich dazu, dass diese Produkte auch im Ersatzgeschäft nachgefragt werden. Das ist Sinn, warum wir sehr viel Geld in die Hand nehmen, um in der Erstausrüstung in erheblichem Umfang vertreten zu sein. Geld in die Hand nehmen heißt es ja auch immer wieder bei Messen, denn die sind nicht ohne, das weiß man ja. Jetzt gibt es da aber auch zig Messen, wo man hingehen kann. Es gab die Reifen in Essen, die sind jetzt in der Automechanika integriert. Dann gibt es noch die Essen Motorshow. Natürlich, Sie haben es selber schon angesprochen, IAA, IAA-Nutzfahrzeuge sind Sie auch immer vertreten. Wie kommt man denn jetzt zu der Entscheidung, dass man sagt, naja, komm, noch eine Messe, da gehen wir auch hin? Also ich finde es schön, wenn Sie Geld unters Volk mischen, aber es muss ja auch irgendwo einen Grund haben an der Stelle. Die Investition in die Messen ist natürlich eine sehr große. Wir versuchen das immer professionell zu machen. Diese Reifenmesse hier in Köln
gibt uns die Plattform, wie es auch schon auf der Reifenmesse in Essen war, einem internationalen Publikum bekannt zu werden. Und zum Schluss ist es auch ein großer Branchentreff. Also ich würde fast sagen, eine ganz familiäre Atmosphäre. Man trifft viele Leute aus der Branche, die in der ganzen Welt verstreut sind und hier auf die Reifenleitmesse kommen, unseren Stand besuchen, Neuigkeiten austauschen. Und es gibt natürlich auch Kunden, die herkommen, Firmen, die Flotten besitzen, sich erkundigen nach neuen Produkten, nach Innovationen. Und das ein oder andere Geschäft wird an dieser Stelle auch angebahnt, was den Return on Invest für Messestände dann auch rechtfertigt. Also kann man sagen, es ist noch nicht so, wie es oft gesagt wird, Reifenmessen oder überhaupt Messen sind tot, weil man ja Social Media hat. Hier geht es tatsächlich noch Mensch zu Mensch in die Geschäfte und Gespräche rein. Es ist ja, auch die Social Medias werden von Menschen gemacht und es ist schön, dass das so ist. Und wir sehen aber natürlich gerne diese Menschen persönlich, begrüßen sie hier in Köln auf unserem Messestand. Das ist sehr angenehm. Also wir sind nicht in der Lage, als einzelne Person in der ganzen Welt diese Kontakte zu halten. Und so nehmen wir uns 4 Tage Zeit, hier mit der Branche zu sprechen, mit Freunden aus der ganzen Welt und Kollegen und natürlich auch Kunden. Sie haben vorhin schon selbst angesprochen, ganz wichtig bei Hankook ist auch der Bereich Forschung und Entwicklung. Und Sie engagieren sich hier auch für den Innovationspreis, der im Rahmen der Messe vergeben wird. Ist das so was, wo Sie sagen, in Zukunft definiert man sich nicht nur über Produkt, sondern auch über die Innovation, über die Serviceleistung, die man drumherum anbietet um ein Produkt? Das ist sehr richtig. Wie schon erwähnt, sind wir gerade in dem Thema, was Innovation angeht, als Premium-Hersteller gefordert. Wir wollen ja nicht nur heute unsere Geschäfte machen, sondern auch in der Zukunft. Wir müssen manchmal 2 Serien vorausdenken, was wird es an Neuigkeiten geben, um parallel zu entwickeln. Es ist allgemein bekannt, dass wir 5% unseres Umsatzes in Innovation, das heißt in Forschung und Entwicklung, investieren. Und das muss so bleiben, damit wir an der Spitze der Hersteller bleiben können. Sie haben auch vorhin schon selber angedeutet bzw. schon gesagt und ich habe es auch schon in der Anmoderation gesagt, Sie sind natürlich auch ganz nah mit dem Thema Fußball verknüpft. Zuletzt waren Sie zu sehen beim UEFA Europa League Finale und jetzt haben Sie bekannt gegeben, bis 2021 läuft die Partnerschaft noch. Sind Sie denn alle, Männer wie Frauen, wie ich jetzt gelernt habe, Fußballfan oder sagen Sie, Mensch, darüber haben wir auch eine gute Möglichkeit, den wichtigen Dachregionenmarkt irgendwie zu adressieren? Beides ist natürlich richtig. Ich bin Fußballfan. Ich sage nicht, welcher Verein mein Favorit ist. Er war nicht im Champions League-Finale und auch nicht im Finale der UEFA League. Da aber bleiben ja nicht mehr viele. Ja. Also es ist so, natürlich nutzen wir die Plattform, um unsere Marke in ganz Europa bekannt zu machen. Und es ist nicht nur Europa. Die UEFA League ist über die Kontinente hinaus bekannt. Das ist eine sehr gute Plattform. Deshalb haben wir die Partnerschaft erweitert und bauen sie auch an der einen oder anderen Stelle weiter aus. Das reduziert aber unser nationales Engagement bei Borussia Dortmund keineswegs. Und wie Sie wissen, nutzen wir auch ein sportliches Event wie die DTM und viele andere Race-Serien. Das ist näher am Reifen, um die Bekanntheit von der Marke Hankook weiter zu steigern. Das Thema User Experience kann man quasi so grob zusammenfassen, gehört damit dazu bei Ihnen. Zu dieser Messe soll der auch mit dazugehören, nämlich User Experience. Die Tire Cologne soll nicht einfach nur eine Messe sein, hier geht es um Convention, hier geht es um Schulungen, hier geht es einfach darum, auch mal ein bisschen näher wieder zusammenzurücken, wie Sie schon gesagt haben, ein familiärer Markt, auch mit Kfz und Handel und Hersteller. Ihr erster Eindruck, jetzt machen wir den Spieltag quasi komplett, die Spieltaganalyse, Herr Olbrich, wie finden Sie es denn bis jetzt gelungen? Also ich war, bevor die Messe gestartet, durchaus kritisch, aber ich bin sehr zufrieden mit dem ersten Tag, wir haben viele Gespräche geführt. Es ist sehr warm in den Hallen, also wir sind nicht nur vom Diskutieren ins Schwitzen gekommen. Ich würde über alles sagen, bis heute war es ein sehr guter Messetag. Das ist doch schön, dann hoffe ich, dass die restlichen 3, denn so viel sind es auch an der Zahl, auch erfolgreich werden. Und jetzt machen wir trotzdem was, weil Sie sind ja extra zu uns ins Live-Studio gekommen. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Wir schauen uns noch mal ganz kurz auf Ihrem Stand um, denn dazu haben wir ein paar Impressionen gedreht.